So, mein Liebe, ihr Armin und herzlich willkommen zu einem kleinen Vorstellungsvideo bzw. Bekanntgebungsvideo. Ja, ich habe ja in dem ein oder anderen Video, habe ich euch das ja schon erwähnt gehabt. Und zwar habe ich mit meinem Server-Team, haben wir ja hier viel Arbeit jetzt auch geleistet in letzter Zeit. Deswegen habe ich auch nicht geschafft, regelmäßig zu streamen bzw. ein Video zu bringen. Aber wir haben es jetzt geschafft, dass der Server so weit fertig ist, dass ihr in die in der Open Beta auf den Server drauf könnt und spielen könnt. Es gibt ein paar Spielmodis, die mittlerweile funktionieren. Es müsste dieses Knockback FFA, das geht auf jeden Fall. Dropper funktioniert auch. Draw My Thing, Speed Build, das müsste eigentlich auch funktionieren. Dorfverteidigung weiß ich, dass auch funktioniert. Bei Zombie weiß ich es nicht. Bed Wars müsste eigentlich funktionieren, tut es aber nicht, ist deaktiviert. The Line funktioniert, soweit ich weiß, und 1 vs 1 funktioniert auch schon. Und eben Bauwelt hier, diese 1er Bauwelt, da könnt ihr auf jeden Fall schon mal drauf. Und bei der Plotwelt könnt ihr, glaube ich, noch nicht drauf. Weil da ist nämlich, glaube ich, gewitelistet oder sonst was. Da muss ich nochmal mit Tigerbands auch drüber sprechen. Ja, das, wo wir jetzt sind, das ist übrigens noch die alte Lobby, also die, ja, unsere hässliche Lobby, sage ich jetzt mal. Die vorübergehende Lobby halt sozusagen, weil da könnt ihr natürlich an der einen oder anderen Stelle auch noch euch hier über den Rand mogeln. Ich kann es euch mal zeigen. So, Slash 1. Zum Beispiel, wo haben wir denn so eine Stelle? Hier, wenn man hier hoch geht. Und dann hier hingeht, hier drauf, 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 hier drauf. Und dann ist man schon oben auf Rand. Und kann hier theoretischerweise auf Seite der Map kommen. Ja, wie schon gesagt, das ist hier noch die alte Lobby. Die wird auf jeden Fall im Laufe der nächsten, ich denke mal, nächsten paar Wochen wird dann diese Lobby weg sein und wird dann gegen eine schönere, neue Lobby ersetzt. Ich glaube, da habe ich euch sogar schon ein Video drüber gemacht. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall dann spielen. Hier ist übrigens die Regeln, die werde ich auch noch demnächst machen in der Bauwelt. Werde ich noch die Regeln festlegen für die Bauwelt. Die sind nämlich auch noch nicht zu 100% festgelegt. Es gibt ein paar kleine Sachen, die werde ich dann später mal noch schnell machen. Wie zum Beispiel, dass Gamer nicht erlaubt ist und Griefing und bla bla bla. Ich meine, diese Standardregeln halt sind natürlich nicht erlaubt, solche Sachen. Aber vom Prinzip her kommen die Regeln noch zu 100% an. Die muss ich auch noch mit Tigerpanzern genau absprechen. Aber auf jeden Fall, ihr könnt hier drauf spielen, ihr könnt hier auf jeden Fall auch mit euren Freunden spielen. Wir hoffen, ihr habt dann auch hier Spaß. Ihr könnt übrigens auch hier da Profil, könnt ihr auch Freunde hinzufügen etc. Und auch Partys machen. Ist auch soweit alles drauf. Und es müsste eigentlich jetzt soweit alles funktionieren. Also es dürfte eigentlich der Server dürfte jetzt eigentlich soweit für euch funktionabel sein, also ihr könnt auf jeden Fall ohne Probleme normalerweise hier spielen. Es kann hin und wieder kommen, dass mal der Server für eine Stunde oder für zweimal offline ist oder sowas, wenn wir da im Hintergrund irgendwelche Serverarbeiten machen und dann halt zum Beispiel neue Updates oder irgendwas aufspielen. Das wird auch mal wieder unten angezeigt und es steht auch in den News, steht auch drin, dass eben der Server natürlich noch nicht 100% rund läuft, weil es ist eben eine Beta. Aber zumindest könnt ihr ja drauf spielen, wenn ihr Bock drauf habt. Ihr könnt auch gerne eure Freunde einladen. Freuen wir uns natürlich immer über ja, Werbung, sage ich jetzt mal. Weil ich meine, hier können aktuell, ihr seht, 1000 Spieler können aktuell hier drauf. Und daher holt einfach alle her, was ihr so als Kumpel, also so Kumpels habt und so. Und spielt hier mit denen. Wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß dabei.
Und wenn es Probleme gibt, ihr könnt auch, wo haben wir es denn? Forum da, cc-sw.e/forum. Webseite haben wir auch, Teamspeak haben wir auch. Und ihr könnt auch an die E-Mail-Adresse, ich schreibe es euch mal rein, support@cc-sw.de. An diese E-Mail könnt ihr auch Problemmeldungen schreiben. Oder eben auch auf der Webseite hinterlegt die Kontakt-E-Mail-Adresse. Könnt ihr auch gerne, wenn ihr Probleme habt, euch hinwenden. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch soweit hier viel Spaß auf diesem Server. Checkt ihn auf jeden Fall mal aus. Und das werden auch noch von Server-Team-Kollegen sozusagen, werden hier auch noch weitere Videos kommen. Die werden auch Videos über diesen Server machen, werden diesen Server vorstellen. Also nicht wundern, wenn ihr dann, was weiß ich, 10-mal oder so auf YouTube diesen Vorstellungsvideo seht. Keine Angst, das sind dann keine Faker oder sowas, sondern das sind dann eigentlich die Teammitglieder, die das dann machen. Ja, dann bedanke ich mich beim Zuschauen bei diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich werde ein bisschen versuchen, mal ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Und somit würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr neu seid und es euch sowas gefällt oder euch allgemein mein Kanal gefällt, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Ist aber keine Pflicht. Und auch wenn mir Abo-Qualität nachgerufen wird, sind wir mal ganz kurz Abo-Qual. Abonniert einfach alle. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, ihr könnt abonnieren, wenn ihr Bock drauf habt. Und checkt auch mal meine super YouTube-Kollegen aus. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss, tschüss.